Handball ist Lebe der Sport. Mit der Initiative könnt ihr etwas bewegen. Denn sie bietet euch die Möglichkeit, unsere Motive individuell für den eigenen Verein anzupassen und zu veröffentlichen. Alle können mitmachen, vom kleinsten Verein bis zur Nationalmannschaft. Ob mit Filmen, Anzeigen oder in sozialen Netzwerken. Einfach auf allen Kanälen. Ziel ist, der Handball-Community ein schärferes Profil zu geben. Ihr wollt mitmachen? Dann erstellt euer eigenes Motiv. Wählt einfach eine Headline von unserer Website, schickt uns euer Foto und Vereinslogo zusammen mit den gewünschten Formaten für Print oder Online an info@eslebedersport.de. Alle Download-Dateien findet ihr auf www.eslebedersport.de. Handball, es lebe der Sport. Mach mit und veröffentliche dein eigenes Motiv. So, dann sage ich zum zweiten Mal herzlich willkommen aus Lübeck, zweite Handball-Bundesliga VfL Lübeck-Schwartau gegen TV Hüttenberg mit einer viertelstündigen Verspätung. Unsere Gäste aus Hüttenberg standen im Stau, da war die Anreise nicht optimal gelaufen. Wir werden mal sehen, was für Auswirkungen das auf das Spiel hat. Mein Name ist Jan Hinrichsen und ich bin heute natürlich nicht alleine hier, auch heute wieder mein geschätzter Kollege Maciek Judicki. Ja, schönen guten Tag. Matze, ganz kurz, bevor es hier losgeht, ist das ein großer Nachteil für Hüttenberg, dass die heute da 10 Stunden im Bus gesessen haben? Ja, es ist natürlich ein kleiner Nachteil. Das bringt die Mannschaft so ein bisschen aus dem Rhythmus. Ist nie schön, wenn man wenig Zeit hat, sich aufs Spiel vorzubereiten, direkt am Ort. Ich meine, die sind viertel vor sieben oder halb sieben hier erst angekommen. Müssen sich direkt umziehen und direkt warm machen, ohne nochmal irgendwie eine kleine Entspannungsphase für den Kopf zu haben und nochmal die Kopf frei zu bekommen vor dem Spiel. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber das sind alles Profis, die werden das einfach entschuldigen.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir sehen, ganz links seht ihr bei der linken Bild, ein paar Plätze heute freigelassen. Zuletzt hier die Lübecker, das Lübecker Umfeld, sehr, sehr angetan vom Handball. Regelmäßig über 2000 Leute, auch regelmäßig ausverkauft die Halle. Der VfL letzte Woche in Dormagen gut einen mitbekommen. Und ja, das kostet vielleicht nochmal den einen oder anderen Zuschauer heute. Auf der anderen Seite beginnt in vielen Bundesländern die Ferien heute. Ich denke auch, viele sind unterwegs Richtung Dänemark oder an die Küste, je nachdem. Und deswegen, ja, müssen wir mal gucken, ob wir heute 2000 Zuschauer hier haben. Auf jeden Fall die hier sind, werden auf jeden Fall für ordentlich Atmosphäre sorgen. Auf die Aufstellung gehen wir gleich nochmal insbesondere ein. Vorher begrüße ich aber nochmal die beiden unparteiischen Die Grünen, und das sind Jan Krieger und Björn Schmidt. Ja, es ist das Spiel des Tabellensechsten gegen den Tabellenachten. Für beide Mannschaften geht es eigentlich um nichts mehr, außer natürlich um Punkte und um die Ehre. Das darf man immer nicht vergessen. Aber ich denke, beide Teams werden mit dem Auf- und Abstieg hier nichts mehr zu tun haben. Ja, der Anruf ist hier erfolgt und der VfL Lübeck Sparta startet mit Markus Hansen auf der Mitte, Jan Schuld und Antonio Metzner im Rückraum. Auf den Außen sehen wir Thies Labisch und Finn Kretschmer am Kreis. Oh. Beginnt die 72 heute aus dem Ballett. Erste Ermahnung am Kreis wird da natürlich gearbeitet. Das ist da Markus Stegefeld, einer der Top-Torschützen der Gäste. Über 100 Minuten hat der junge Mann schon gemacht. Ja, und wir sehen, die Aufgabe, die der VfL heute zu knacken hat, ist die offensive Deckung der Gäste. Das ist eine 3-2-1. Die spielen wir eigentlich schon die ganze Saison durch. Ja, und da gilt es halt, zu knacken gegen 3-2-1. Mit Übergang am besten, genauso wie wir das jetzt sehen, von Thies Labisch, zwei Kreisläufer, dann ist der Mann, der hinten steht, mehr laufen und wesentlich größere Räume für die anderen Spieler. Von daher ist das die gängigste Methode. Der Arm ist auch schon oben, das ist alles sehr statisch. Markus Hansen versucht es am 1 gegen 1. Ja, mit offensiven Deckung, es ist nicht so ganz das Spiel des VfL. Aber ich denke, da wird die Trainingswoche auch abgezählt haben. Oh, Metzners Wurf landet da im Block. Gibt ja noch einen Wurf hoch. Arm bleibt oben. Oh, schönes Tor von Marcel Möller. Knapp am Stürmerfoul, aber das lassen sie laufen, sehen wir hier nochmal. Eigentlich einer für den Keeper. Kam ein bisschen überraschender Wurf. Und hier haben wir nach 2 Minuten dementsprechend den ersten Treffer. Ja, wir beginnen die Gäste mit Björn Zintel auf der Mitte, ehemals ASV Westfalen Hamm. Mit der 18 Johansson im rechten Rückraum und mit der 19, hatte ich schon angesprochen, Marke Stiegefeld. Am Kreis sehen wir die 7, Boris Lamprecht. Oh, klopft man gleich mit seiner ersten Parade. Sollte durch die Beine gehen, aber Hightower ist am Start. Vorletzte Woche übrigens zum Spieler des Spieltags gewählt worden. Ich glaube, da hat er fast eine 50%-Quote gehabt. Mal gucken, wie viele Bälle es denn heute sein werden. Schön gespielt, Jan Schuld. Auch da lange gewartet, bis die Lücke letztendlich da war. Und da steht es 2-0. Mittenberg versucht hier eine schnelle Mitte, wird aber gebremst. Der VfL arbeitet hier gut zurück. Ja, ich wollte es gerade sagen, so ein bisschen eine richtige 3-2-1 ist gar nicht. Ich spiele fast 3 vorgezogen. Ne? Kostet das eigentlich mehr Kraft oder ist so eine 6-0 ein bisschen Kraft sparen? Oder der ist tatsächlich gesprochen. Ne? Also eine offensive Abwehr kostet immer mehr Kraft als eine 6-0-Deckung. Von daher
schauen wir mal, wie sie das durchziehen werden, aber die spielen die ganze Saison offensiv in der Deckung, von daher sind sie auch darauf eingestellt und sollten das auch kräftigmäßig nicht so hinbekommen. Björn Zintel nagelt übrigens den ersten Ball da auch rüber. Ja, da gilt es jetzt natürlich für den TV Rottenberg irgendwie erstmal in die Partie reinzufinden. Ja, wie du das eben gesagt hast hier, das sieht schon eher aus wie eine 3-3. An der Linie der Gäste übrigens Emilko Tagic. Wird der nächste Saison im TuS Lübbecke trainieren. Warum zurück der Vertrag? Oh, Metzner vom Kreis. Uiuiui. Das sieht man selten. Aber ja, beweist da gute Qualitäten. Genau, sie spielen das hier genau richtig. Metzner geht im Rücken der Abwehr an den Kreis. Wird angespielt von Markus Hansen. Und so kann man so eine offensive Abwehr hier jetzt die 3-3 ganz einfach ausspielen. Kommen ja gerade die ersten Mitteilungen rein, dass der Livestream nicht läuft. Vielleicht da mal ein kleines Feedback, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob wir zu hören, zu sehen sind. Ja, tatsächlich nicht live. Jetzt habe ich das erste Tor nicht gesehen hier. Oder was? Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Okay, reichen wir auf jeden Fall nach. Ja, Sport Deutschland TV vielleicht mit dem anderen Problem. Das letzte Auswärtsspiel des VfL in Dormagen, da fliegt der Bild schon auch lange schwarz. Das wäre schade. Ragnar Johansson war so übrigens mit dem Tor. So, dann kommen wir hier wieder an den Kreis. Hebt den Arm. So, vier Personen müssen es noch sein. Er zeigt einen an, oder? Nee, vier. Okay. Ja. Oh. Ja, das war wohl nichts. Ja, versucht auf Außen da durchzustecken, aber der Winkel war nicht gut zum Gegenspieler angebrochen. Die 14 ist es da auf Außen, Christian Rompf. Neben uns an der Technik wird jetzt telefoniert, da wird jetzt versucht, Regie von Sport Deutschland ranzubekommen. Das wäre, wie gesagt, in der Tat eigentlich. Ja, Johansson hier, eine schöne Bewegung zur Mitte. Ja, Markus Hansen macht da die Lücke auf, leider. Zweites Tor. Und so ist der schöne 3-Tore-Vorsprung auf 3-2 geschmolzen. Ja, erste gelbe Karte hier im Spiel. Markus Hansen versucht da wirklich viel im 1 gegen 1. Wir kommentieren einfach locker weiter. Vielleicht ein bisschen reduzierter, weil, wie gesagt, wir sind tatsächlich nicht drauf. Die Technik vor Ort läuft, aber das Problem scheint tatsächlich bei Sport Deutschland zu liegen. Ja, ist der Rumpf alles in Ordnung? Geht da Antonio Metzner gut an. Und so wird es dann schwierig, so eine Deckung zu knacken. Ja, jetzt ist ein bisschen weniger Bewegung wieder im Spiel. Haben sie am Anfang ein bisschen besser gemacht. Aber jetzt. Jan Schuld aus dem Rückraum. Zweiter Treffer. Und mich erreichen weiterhin Nachrichten, dass der Spiel nicht läuft. Ja, das wissen wir. Also, HG Meier, Hallensprecher. Macht es für uns auch gerade nicht einfacher, aber wir versuchen hier das Beste draus zu machen. Ich bin mir sicher, gleich geht's los. Und jetzt sollten wir tatsächlich wieder drauf sein. Ja. Denn herzlich willkommen zurück. Ah, Kim Kretschmer passt da auf. Ah, kriegt er den zu Ende gelaufen oder spielt er nochmal ab? Oh. 10 Meter und? Was noch dazu? Ja,
Ja, es war alles von vorne. Ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch. Nee, ich auch nicht. Vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt. Ja, ganz ehrlich, an dieser Stelle weiß ich gar nicht, ob ich die 2 Minuten Zeitstrafe gegeben habe. Der Spieler ist vor für den Kretschmer und hält ihn da auch fair fest. War kein grobes Foul. Ich hätte da sogar auf Freiwurf entschieden, ehrlich gesagt. Der hätte ja auch abspielen können. Ja. Von daher, Glückwunsch für uns. Die Sklave steht jetzt am 7-Meter-Punkt, an der 7-Meter-Linie. Gegen Nikolai Weber mit der 98. Ist jetzt freigegeben. Jo, jawohl. Das ist lässig und gut gemacht. Und da haben wir wieder den 3-Tore-Vorsprung. Das war übrigens Ragnar Johansson. Der hatte schon gelb, vielleicht deswegen die 2-Minuten-Strafe. Ja, das kannst du haben. Ja. Ja, aus der Technik kommt jetzt auch nochmal die absolute Rückmeldung. Also rund 9 Minuten nach Anpfiff sind wir jetzt hier drauf. Schön, dass ihr jetzt da seid oder ausgehalten habt oder euch neu reingeschaltet habt, wie dem auch sei. 5-2 hier die Führung für die Hausherren. Torwart bei Hüttenberg natürlich draußen. Ja, rechten Rückraum sehen wir jetzt auch einen neuen Mann für Ragnarsson. Einmal für Johansson, ja. Johansson meine ich ja. Ja. Mobensen. Ja. Genau. Versucht natürlich viel Zeit verloren zu dem Zintel. Jetzt zieht er ein bisschen an. Ah, geht mit dem Kopf da sehr tief. Gut verteidigt hier vor unserer Abwehr. Dann langsam könnte der Arm kommen. Zeit ist jetzt auch angehalten. Ja. Ja gut, auch das ist nichts Neues im Übrigen. Also draußen, als ich hierher gefahren bin, waren es so 14, 15 Grad. Hier in der Halle sind es gefühlt 35. Ja. Das übliche Problem, die Klima funktioniert hier nicht wirklich gut. Es ist immer extrem warm in der Halle. Zumindest friert keiner. Und die Spieler werden warm. Mal gucken, wie viel Zeit die Chinesen noch gewähren. Dennis Kloppmann zeigt es auch schon an. Lässt sich wieder festmachen. Ja. Der Arm beim VfL war relativ lange oben schon. Früh oben. Jetzt geht er hoch. Da rutscht er durch. Da kommt man sauer auf seine Abwehr. Ja, da war keiner im Block. Wird ein bisschen alleine gelassen. Björn Zindel ist ja ein guter Spieler, aber nicht der Größte. Von daher eigentlich ein Spieler, den man gut blocken kann. Das stimmt. Wie gesagt, ich habe den auch öfter gesehen, als er noch in Hamm gespielt hat. Ja. War mit seinen Spielzeiten auch nicht immer ganz einverstanden. Ja, ist immer sehr stark aus dem 1 gegen 1. Und vor allem seine versteckten Würfe sind... seine Stärke, sein gutes Auge, seine Anspieler an den Kreis. Und das macht er auch immer sehr gut. Ja, wir sehen mittlerweile 6:3 von Jan Schuld. Er wischt dann Nikolai Weber auf falschen Posten. Und da kommt auch schon das Zeichen tatsächlich eines Torwartwechsels. Das ist nach 11 Minuten doch recht früh. Ich glaube, es müsste Nils Lorenz sein, der da kommt. Ja, Schomburg. Ja, aber hier auf meinem Zettel steht, der heißt Lorenz. Nils Lorenz. Ja, Nummer 12. Ja. Dass er geheiratet. Auch das werden wir sicherlich noch in Erfahrung bringen können. Wieder rutscht er durch. Rüdiger macht das gut. Wieder 1 gegen 1 gegen Markus Hansen. Das sieht auch nicht so gut aus in der Abwehr. Macht sein zweites Tor hier. Starke Anfangsphase von ihm. Ja, 2 Tore hat er gemacht. Auf der anderen Seite Jan Schuld mit 3 Treffern. Also Björn Zindel, dem hat die Busfahrt anscheinend nichts ausgemacht. Ja, der ist einfach. Ja. Ja, so sehen wir ja nach 12 Minuten eine gute Anfangsphase. Ja, Markus Hansen geht runter, ja. Taucht schnell ab und wieder auf. Nachher alles in Ordnung. Er hat im Vorwege mal geguckt, die beiden Parteien, Jan Krüger und Björn Schmidt, tauchten eher weniger auf tatsächlich in letzter Zeit. Die bekommen heute mal eine Chance hier in Lübeck. Und machen das bisher auch anständig, richtig gewesen. Aber ist auch früh. Ja. Übrigens 9 Spiele heute Abend, also aufgrund des Final Fours. Das war tatsächlich das Problem. Die Ansetzung der Schiedsrichter, weil man da auch natürlich mehr Spiele dann zu pfeifen hat, hat man dann 9 Zweitligaspiele auf heute Abend verlegt. Und heute Abend geht es unter anderem im richtigen Abschiedskrachern auch um die Wurst. Lübeck Schwarte bleibt bei seiner Formation mit Schuld, Hansen und Letzner.
ist ja auch wenig Grund zum Wechseln. Jetzt löst er wieder einen Kreis auf. Ja, das ist unangenehm. Eine offensive Deckung. Ja, muss Tempo rein. Eine offensive Deckung fordert die anderen Spieler immer, sich mehr zu bewegen, mehr ohne Ball zu bewegen und wieder in die freien Räume zu stoßen. Und das macht Schwader jetzt gerade nicht so gut. Am Anfang haben sie es gut gemacht, den Übergang, sich die Räume erlaufen. Jetzt ist es alles sehr statisch, Einzelleistungen, wie auch eben gerade von Markus Hansen. Und so kannst du so eine offensive Abwehr dann auch nicht bezwingen. Der Arm gleich wieder kommt. Ah, den kennen wir. Boah, was für ein Tor von Jan Schuld. Der war abgesprochen, da hast du recht. Ja, den haben wir schon oft gesehen in den letzten Jahren zusammen. Aber den musst du auch erstmal so machen dann. Genau. So richtig gut war der Winkel nicht. Ja, Jan Schuld, der ist hier maßgeblich dafür verantwortlich, dass der VfL hier spielt. So, jetzt sehen wir das nochmal in der Zeitlupe. Zack, löst dann auf den Kreis. Oh, der geht verpasst. Ja. Viertes Tor von ihm. Natürlich wird mal wieder gewischt. Na, Matschek, die Saison trudelt so langsam auf die Zielgerade ein. Coburg und Barling für dich, die beiden Aufsteiger, oder greift Hamm da nochmal ein? Ja, ich denke nicht, dass Hamm da mal eingreifen wird. Barling und Coburg spielen größtenteils souverän, ohne irgendwelche Patzer. Und Nordhorn haben wir Nordhorn ja auch nicht vergessen. Genau, ich würde gerade sagen, Nordhorn steht auch im dritten Platz, wobei ich die auch nicht im Aufstiegsrennen sehe. Mittlerweile. Da spielt Barling und Coburg schon echt konstant, gut, lassen nicht viele Punkte liegen. Nordhorn besser Punkte mal einliegen, von daher denke ich mal, dass Barling und Coburg sicher aufsteigen wird und Nordhorn auf dem dritten bleiben wird und vielleicht schafft der VfL Bad Schwartau noch auf den vierten Platz zu kommen und den ASV Hamm dort zu verdrängen, aber da geht es dann ja auch wieder um den Aufstieg und erst recht nicht um den Abstieg, um die Saison gut zu Ende zu bringen. Ja, wir sehen hier die gelbe Karte von Schiffbrüder. Ich denke auch, dass es Pilot und Bahn machen, weil sie einfach natürlich am nächsten sind. Aber ein paar Spiele sind noch zu gehen. Enger sieht es unten aus und dann wenden wir uns aber auch wieder diesem Spiel hier zu. Arm ist oben. Zentrum wird diesmal festgemacht. Ja, schön gearbeitet da Metzner und Schulz zusammen. Ein Pass, glaube ich, nur noch, wenn ich das richtig sehe. Der Block muss jetzt stehen. Gut, Zentrum. Ja, jetzt steht er. Oh. Ja. Zeitspiel aufgehoben. Ja, aber Arm ist wieder oben oder bleibt oben, wie auch immer man das nennen möchte. Bleibt oben. Ja. Okay. Ja, weil Thies hatte den Ball ja eigentlich. Ja gut, kontrolliert hat er ihn nicht. Oh, Klockmann stark. Stark ein. Ja, stimmt. Gib doch mal einen bösen Blick jetzt hinter zum Schiedsrichter, weil wenn der Arm oben ist, dann eigentlich keine Passe mehr über. Ja, Regelkunde. Hatten wir im letzten Heimspiel ja auch. Hier sehen wir nochmal die Parade. Schöner Ball bei dem Absprung, aber auch gut, nur da konnte der Ball auch noch hinkommen. Haben wir den Block mit Lieber gut zusammen. Und hier das erste Mal jetzt die Chance auf die Tore vor, das hat man bisher noch nicht. Oh, Metzner mit Urgewalt zum 8:4, das war ein schönes Tor. Da war nicht zu halten und Kotagic ganz schnell mit der grünen Karte auf den Tisch. Mängelt er da jetzt? Hast du eine Idee? Nein, weiß ich leider nicht. Ja, winkt er jetzt auch ab. Ziemlich sauer. Ja, ich glaube, der Arm blieb oben, weil Thies nicht wirklich Ballkontrolle hatte. Ja. Er hatte ihn ja nur kurz berührt, da direkt wieder an den Angriffsspiel weitergegeben. Von daher denke ich mal, deswegen wird das nicht aufgehoben, das Zeitspiel. Ja, aber was er gerade in der Abwehr gesehen hat, weiß ich nicht. Ob das Schritte waren für ihn oder nicht, aber ich habe da nichts Regelwidriges gesehen. Du auch nicht? Nee.
Ja, tatsächlich, der VfL schwimmt sich wieder so ein bisschen frei, wenn man das so nennen möchte. Hatte ja sehr, sehr gut losgelegt mit dem 3-0. Hat dann ein bisschen Lückenberg ins Spiel kommen lassen, aber ja, jetzt folgerichtig nach fast 15 Minuten die Auszeit. Bis auf Björn Zintel und Ragnar Johansson, die beide zwei Tore haben, kommt da noch nicht viel von den Lückenbergern. Auch eine sehr interessante Personal. Ich bin gespannt, ob wir die Nummer 3 heute zu sehen bekommen. Carlos Prieto, dreimaligen Champions League-Sieger, 39 ist der gute Herr schon. Hat sich zuletzt in der Landesliga fit gehalten und soll sowohl am Kreis als auch in der Abwehr ein bisschen wirbeln. Wenn nachher vielleicht der eine oder andere Pause braucht, werden wir sicherlich sehen hier. Jo, weiter geht's. Liebe Kotage, ich hatte es vorhin schon gesagt, jetzt ist jetzt wieder das Lübeck hier. Seiner ersten Auszeit. Ja, wir haben hier gerade kurz Besuch bekommen. Ja, der gute Herr wusste, glaube ich, nicht, dass alles zu hören ist, wenn er reinkommt. Ja, sei es drum, wir sehen hier den ersten Siebmeter für Hürtenberg und obendrauf noch die 2-Minuten-Strafe für Antonio Metzner. Und jetzt sehen wir das erste Mal auch Markus Stegefeld mit der Nummer 19, den Klockmann. Einmal verzögert. Ui. Okay. Schlägt uns oben ein. Nichts zu machen. Ja, das könnte jetzt eine Chance sein für Hürtenberg, hier mal ranzukommen. In Überzahl. Schön sie wieder sehen, zack, schlägt sie ein. Weiter geht's. Und schön, dass er wieder da ist mit der Nummer 8. Toni Popolinski hatte sich auch ein paar Wochen krank gemeldet. Ein Linkshänder im Rückraum auf ein Urgestein, beendet leider nach dem Saison seiner Karriere. Möchte sich mehr der Familie widmen, aber im letzten Spiel noch mal frei. Nochmal Gas geben. Wenn Schulte sich da festmachen, jetzt bin ich gespannt. So rund eine Minute haben die Schiris die Hüttenberger angegeben bei der ersten Zeitstrafe. Die erste Minute haben wir gleich auch bei dem Blau-Schwarzen rum. Ja, Arm oben. Oh. Jo. Ja, damit ist das Zeitspiel aufgehoben. Christian Krampf ist es da. Ja. Weiß ich noch zu Boden. Ja. Von daher gelbe Karte, da finde ich okay. Ja, bringt dem VfL einmal Zeit. In der Kotage schmeckt das gar nicht. Das können wir auch ein bisschen nachvollziehen. Er ist ja auch ein impulsiver Trainer. War ganz lange in Gummersbach gewesen. Oh, der Arm ist wieder oben. Ja. Der Angriff ist auch nicht so erbaulich, aber wenn am Ende der Tor dabei rumkommt, sei es drum. Viel ist nicht mehr offen. Dann kann sie uns jetzt um 1-1 probieren. Ein Pass, zwei Pass. Zwei Pass haben wir noch, gut. Das nochmal zu Ende zu führen. Wir haben ja unseren Tor wie geregelt auf Gummersbach abgegeben und zack, gehen wir einfach mal gegen die Löwen. Aber weiter geht's hier, Hansen. Das ist schwierig. Ja. Gibt da nochmal die Ermahnung. Ja, wird auch viel lamentiert jetzt gerade von Hüttenberg. Natürlich ist das ein bisschen auf Zeit spielen von Hansen, da sich wieder festmachen zu lassen, da reinzulaufen. Aber Klockmann ist übrigens wieder im Tor. Jan Schult muss es jetzt versuchen. Boah, erste Parade hier der Gäste. Und das ist doch übrigens wieder Nikolai Weber, der jetzt im Tor ist. Ja. Wildes Wechselspiel. Lorenz oder Sean Beck oder wie auch immer der gute Herr heißt. Leider steht bei uns auf der Kaderliste hier Lorenz, aber auf dem Trikot steht Schomburg. Ja. Da sind wir uns aber nicht sicher, wie der gute Herr heißt. Hat er auch keinen guten Tag heute. Wenig gehalten, bis gar nichts. Von daher jetzt wieder zurückgewechselt vielleicht. Naja, jetzt diesmal besser. Der Angriff zwar nicht im Tor vollendet, aber die Zeitstrafe ist zum Beispiel. Oh. Den verzieht, dir gefällt. Aber wir sollten das jetzt mal ausnutzen, dass die. Da schmeißen sich jetzt mit allem rein, was sie haben. Hüttenberger, aber es ist alles im Rahmen. Markus Hansen erwischt hier heute noch keinen guten Tag bisher. Nee, wirkt
heute ein bisschen träge. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ein bisschen, ohne so eine Energie. Ja. Lässt sich da viel festmachen, hat keine Durchschlagskraft im Moment, immer 1 gegen 1, aber. Es gibt leider keinen anderen Mittelmann zurzeit, da die Runasson und Tim Klaasen beide nicht im Kader. Das, was er sonst immer sehr gut macht, schafft er heute nicht. Bisher. Mal sehen. Hat ja noch ein bisschen Zeit. Richtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich hab's ja gesagt, bisher unglücklich, so würde ich es erstmal umschreiben. Lässt sich da früh fallen, aber ja, das war jetzt auch kein geschundenes Stürmerfoul, alles in Ordnung. So. Und Toni Metzner ist übrigens von Port Belinski zurück. Und auch dieser Angriff dauert wieder sehr lange. Ja, oben natürlich. Fünf Pässe. Da fehlt zumindest mir so gerade so ein bisschen der Überraschungsmoment. Ja, ja. Da ist das Überraschungsmoment. Ja. Das ist dir gewünscht. Du hast es bekommen. Guckt euch das nochmal an. Ansatzlos. Jawohl. Ja, der Torwart nicht wirklich mitgerechnet. Ja, Jan hat einen super Tag erwischt. Ja, fünftes Tor. Ja. Aber auch der braucht demnächst mal eine Pause, denke ich, im Mittelblock. Ja, aber da ist auch noch Jonas Otzen. Also die Alternativen im Rückraum sind da. Wieder vier Tore vor, 95. Oh, kriegt er das Foul? Okay. Hat er Glück gehabt, dass er das Foul bekommt. Hat den Ball eigentlich vor dem Kontakt schon verloren. Ja. Ja, den wusste Dennis Klottmann. Jetzt mal mit Tempo ins Gegenstoßspiel. Aber das ist gut. Also man muss es trotzdem den Gästen lassen. Liegen zwar mit 5:9 hinten, aber einfache Tore geben sie dem VfL auf jeden Fall nicht. Das Anspiel an Kühler war eigentlich da, aber der wird sofort festgemacht. Das ist kein Simeter, kein Gelb, kein gar nichts. Das ist einfach alles nur. Genau. Hier sehen wir nochmal die Parade von Klottmann. Zack, der Dreher. Toren werden noch nicht verdient bisher, allerdings doch eine kleine, deutliche Führung bisher, die jetzt noch weiter anwachsen kann. Und ich glaube, Kotagic wird gleich den nächsten Keeper bringen wahrscheinlich. Schulz mit seinem 6. Treffer. Wir bekommen nichts zu fassen. Nee, vielleicht stellt er ja bald einen Feldspieler rein. Aber bisher... keine große Hilfe für die Abwehr. Sprechen sich da jetzt aber mal. Ich habe hier noch einen dritten Keeper dabei, der hat aber noch den Pullover an. Wir uns aber auch nicht so sehr auf die Gäste Keeper einschießen. Das ist natürlich auch gut, was Jan Schulte zeigt in den ersten 20 Minuten. 6 Treffer von 10 Minuten sein kann. Ja. Das erste Tor von Benzem. Auch noch ein junger Spieler, 96er Jahrgang. Schön athletisch. Gut im 1 gegen 1 auch aus dem Rückraum. Egal was Hansen versucht, der kommt einfach nicht durch. Schlagt sich da noch mal ein bisschen, aber es ist alles in Ordnung. Auf ihn haben sich die Gäste gut eingestellt. Auf Jan Schulz ist ja noch nicht. Oh. Oh, landet Müller böse. Ich denke mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Wir sehen das dann nochmal. Auch da. Zusammenprall. Ich glaube, es gibt nicht mal einen 7 Meter. Ja, wofür? Ja. Ich hatte kurz gesehen, aber einfach durch den Raum war es eher nicht. Nö. Er lässt sich nach hinten. Ja. So ein bisschen lehnt sich nach hinten rein. Ja. Und dann fällt er unglücklich. Aber
von den Abwehrspielern war das dann nichts, nichts Unfaires oder sowas. Einfach zusammenprallen, ne? Genau. Ja. Passiert, Handball. Ja. Und so haben das auch die Schiedsrichter gesehen, von daher keine Zeitstrafe oder sowas. Es geht aber weiter. Gute Entscheidung, wie die beiden überteilen. Ich hoffe, dass wir zum Platz gehen weitergehen. Ein kleines Wortgefecht zwischen Schuld und ich weiß gar nicht, wer es ist. Nummer 14, ja. Das ist ein Rumpf. Ah, jetzt sieht gerne klar, die Auszeit vielleicht gar nicht so klug an der Stelle. Man sieht Pirto sich warm laufen. Das ist schon eine Maschine, ne? Der 2 Meter ist ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber es ist, obwohl schon 16 Tore gefallen sind, doch sehr zäh in beiden Angriffsreihen, ohne das große Tempo. Ja, das stimme ich hier komplett zu. Also, obwohl wir eigentlich relativ viele Tore für Schwartauer Verhältnisse sehen, ist das irgendwie ja sehr, ich sag mal so gern, träge. Also, es ist keine wirkliche Dynamik im Spiel, es ist nicht wirklich schnell. Beide Mannschaften spielen ja meist sehr lange im Positionsangriff. Viele Fouls, viele Unterbrechungen, viele Wischpausen. Wenig Durchschlagskraft im Angriff. Von daher gebe ich dir da recht, das Spiel wirkt ein bisschen zäh. Ja. Nichtsdestotrotz die Führung. Die die Torführung wirkt erstmal komfortabel, aber wie gesagt, ein, zwei schnelle Gegenstöße. Im Handball ist das nichts. Genau. Ich sehe, personelle Veränderungen sehen wir nicht auf dem Spielfeld beim VfL. Jetzt angesagt. Gucken, was Gerrit Klaas, ein Interimstrainer, zusammen mit Engelhardt, der uns gegeben hat. Und die erste 5 Tore führen zu erzielen. Oh. Platz! Jawohl! 7. Tor, ja? Ja, Schuld ballert links, rechts, oben, mittig. Ah, die Lücke war da. Die Lücke war da. War sie eigentlich schon wieder zu, aber irgendwie hat er sie ja doch noch genutzt. Ja, 11, 6, 5 Tore vor. Das ist natürlich schon, ein kleines Polster, schon gut, ne? 7 von 11 Toren zu machen. Das stimmt. Oh. Hä? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob der überhaupt am Fuß war. Das war schon okay, glaube ich. Das würde ich gerne nochmal sehen. Genau. Vielleicht kriegen wir das jetzt nochmal eingespielt. Ich glaube, der war nicht am Fuß. Guck mal, der war nicht am Fuß. Der war auf dem Arsch, der war zwischen den Beinen, aber am Fuß war der tatsächlich nicht. Von daher kann man das weiterlaufen lassen. Haben sie gut gesehen. Jetzt zahlst du aber 5 Euro die Flugkasse, ne? Ja, ich habe das auch gerade gemerkt. Ich meine natürlich Popo. Ja. Tut mir leid. Gut, zumindest die Zuschauer so ein bisschen von den Sitzen hier. Der eine oder andere ist aufgesprungen und war richtig erbost. Aber wir haben natürlich die Möglichkeiten der Zeit, wie wir hier. Schönes Anspiel. Oh, ja, schade. Oh. Ja. Und dann noch weggespitzelt. Und da stimmst du mir nicht zu. Eben, bei der Aktion. Doch, ich habe auch nicht keinen Fuß gesehen. Genau. Ja, von daher. Gut gesehen. Hier leider den Ball nicht mitnehmen können für den Kretschmer. Von daher wieder Hüttenberg im Angriff. Ja, und aus der schönen 5-Tore-Führung könnten jetzt 3 werden. Marcel Möller frei vom Kreis an den Pfosten. Der Abpraller, der eigentlich bei Finn Kretschmann landet, wird noch weggespitzelt. Somit für Hüttenberg die Möglichkeit, ein bisschen ranzuschnuppern. Oh, schön rausgefischt von Steffen. Aber den wirft er nach vorne. Ja, er muss den Kreis abbekommen. Genau, er muss den Ball wegwerfen, weil er sonst in den Kreis fällt. Ja, aber außen jetzt durchgespielt. Wie geht da? Christian Rompf, den wirft er ziemlich nah an Kloppmanns Kopf vorbei. Gelbe Karte hier noch für Markus Hansen. Wofür? Ja. Ah, jetzt ist hab die Stimmung Habe ich nicht gesehen, aber vielleicht hat er tatsächlich nochmal diskutiert und dann die Schiedsrichter mit Gelb ermahnt, aber das habe ich nicht gesehen. Ja. Ah, die Zuschauer haben so ein bisschen die Unparteiischen sich jetzt rausgepickt.
zu Unrecht meiner Meinung nach. Die machen ein sehr gutes Spiel bisher. Und das trotzdem jetzt mal für Jan Schuld. Es war auch klar, dass er mal eine Pause braucht. Versucht es dann auch gleich mal. Wer jetzt noch nicht auf Temperatur ist, ist spätestens jetzt hier in der Halle. Und nicht nur aufgrund der Hitze hier. Markus Hansen, der wäre jetzt mal dran mit dem Tor. Der hat sicherlich gut tun. Aber generell, der VfL ist jetzt dran. Mal wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Ah, nee, das. Da fällt der. Oh, Mann! Das sehen wir in dieser Saison leider sehr, sehr oft. Ja, ab 2 Minuten ist da das richtige Maß. Genau. Können wir uns ja auch nochmal in der Wiederholung anschauen. Jetzt dann zieht er an und wird da unsanft aus der Luft gespielt. Das tut natürlich weh, klar. Geht da voll rein auf die Abwehr. Ja, Tobias Hahn ist es dann in der Zeitstrafe. Zeitstrafe hier auch völlig in Ordnung. Davor von der Nummer 7 noch der Stürmerfall versucht zu provozieren. Das war ein bisschen zu einfach. Das funktioniert so nicht. Ja, und jetzt Hüttenberg in Unterzahl. Ja. Mal sehen, ob wir das nutzen können. Die gelbe Karte von Markus Hansen, da war übrigens Paul am Kreisläufer. Wir haben sie auch merkt, seine Zuschauer, dass wir das nachreichen können. Na, Überzahl, was spielst du jetzt mit so einer offensiven Deckung in der Überzahl? Da musst du doch eigentlich in der Defensive Backup zurück, oder? Ja, yeah, also mit 5 Leuten kannst du nicht offensiv spielen, sonst hast du einen freien Mann am Kreis. Von daher werden die jetzt auch defensiv bleiben. Und Schwartau das gewohnte Überzahlspiel spielt. Ein bisschen Gritto, der Nummer 3, der macht auch seine Mitspieler nochmal heiß. Das war übrigens auch ein Grund für seine Verpflichtung, seine Erfahrung. Und er soll natürlich als Führungsspieler hier vorangehen. Ich bin gerade über den Rennen, das sind die Kerle dazwischen. Das ist Klenak und Weber. Ja, Überzahl, letzte 4 Minuten sind gleich angebrochen. Auch wie der Schwartau Terry jetzt gut daran, um wieder einen nachzulegen. Und jetzt haben sie sogar noch ein bisschen Glück. Ich glaube, da war noch einer dran, oder? Da ruppelt er so rein. Nee, schwer zu sehen. Metzner, auch schon sein 3. Treffer. Es ist hier eindeutig der Rückraum des VfL, der hier für Akzente sorgt. 7 Tore Schuld. 3 Metzner. Der 10 von 12 Toren aus dem Rückraum. Wobei man dazu sagen muss, sowohl Schuld als auch Metzner haben schon vom Kreis getroffen. Keine reinen Rückraumwürfe an der Stelle. Tor von Hüttenberg natürlich leer. Man versucht es mal. Schlemer 1 gegen 1. Der hat bisher noch nicht so gezündet. Er hat auch kein Spiel bisher. Ja. Wir verzünden jetzt mal mit einer Pause. Oh ja, der passt. Johannes Klein müsste das gewesen sein, jawohl. Klopft man den Arm nicht mehr hoch. Und ja, Hüttenberg macht das jetzt hier in der Schlussphase erstmal ganz gut. Ja, bleibt dran. Muss den VfL hier nicht die Führung ausbauen und eine komfortable Führung in die Pause gehen, sondern versucht hier nochmal das Ergebnis zu verkürzen. Machen sie auch gut. Ja, für mich macht das auch so den Anschein. Der VfL ist hier ein Tick besser, aber noch lange weg von einer irgendeiner schönen Macht von Disklave. Springt da weit rein. Bekommt aber auch von Weber da ein bisschen was angeboten. 2. Treffer von Glawisch. Den ersten macht er vom Punkt. Wir sehen Markus Hansen da diskutieren mit Gerd Glasen. Es ging ja wohl nochmal um die letzte Aktion in der Abwehr. Und im Mittelblock decken jetzt den Rand. Und Steffen Köhler, also der VfL, rotiert hier nochmal kurz vor der Pause. Geht jetzt durch. Jetzt in 2 Minuten brechen gleich ein. Alles wartet auf den Pfiff und der musste auch kommen, der kam auch. Ein langer Angriff. Und der ist weg. Ich glaube, bald die Faust war da überhaupt dran. Ja. War er.
dann auch direkt. Hansen jetzt mal, ja guck mal, ich hab's gesagt, der braucht das Ding jetzt mal und er nimmt sich das Ding, jetzt reißt sich da los. Zack. Und wir haben wieder 5 Tore. Ah, das könnte jetzt auch mal wichtig sein vor der Pause. Tanzt er durch. Und die letzte Minute bricht jetzt hier an. Und wie viele Tore im Vorsprung geht es in die Halbzeit? Das ist die Frage, die für uns zu stellen. Lassen Sie laufen. Ja. Eine ganz undurchsichtige Szene für mich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wir hören, dass der Stream schon wieder abgerissen sein soll. Vielleicht sollte man das Ganze in der Pause mal einmal neu starten. Da werden wir uns vielleicht mit Sport Deutschland mal in Verbindung setzen. Ja, um auf die Szene noch mal drauf einzugehen. Ja. Schwer zu sehen, was da eigentlich jetzt los war. Ich lasse schon das Laufen. Ja, kannst du mal kein grobes Foul, kannst du wahrscheinlich auch weiterlaufen lassen, kannst du aber auch ein Foul geben, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Wenn du Foul pfeifst, musst du fast 7 Meter geben. ja, wenn du es pfeifst, müsstest du eigentlich schon 7 Meter geben, hast du recht. Ja, von daher eine schwierige Entscheidung und ja. Ja, jetzt in 30 Sekunden laufen, jetzt sogar noch ein 6. Tor, mit dem der VfL den Vorsprung in die Pause nimmt, da bleibt es bei 5. Was natürlich nicht passieren sollte, jetzt irgendwie noch einen Gegenstoß oder irgendwas zulassen und die Hüttenberger nicht mehr im Ballbesitz kommen zu lassen. Und Hansen geht da tief, kriegt einen mit, aber alles gut. 7, langsam muss der Wurf kommen. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, war das die zweite oder höchstens dritte Parade eines Hüttenberger Keepers. Und so gehen wir hier mit 14 zu 9 in die Pause. Ja, wir entschuldigen uns an der Stelle für die Unterbrechung und für den schwarzen Bildschirm. Wir versuchen das nochmal irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass wir zumindest die zweiten 30 Minuten am Stück sehen können. Wir müssen einmal kurz durch und gleich wieder da. Thank you.
Tafel, ein Wert von 400 Euro. Ich habe hier zwei Stück, das sind 800 Euro. Also, da kriegen wir schon ein paar Taler zusammen für die Jugendabteilung vom VfL. Nach der Pressekonferenz im Foyer zweimal Final Four für glückliche Menschen. Thank you.
So, da sind wir auch schon wieder. Die zweite Halbzeit läuft bereits seit 14 Sekunden. Und unsere Gäste vom TV Hüttenberg haben den Ball, werden gut daran beraten, jetzt gleich von vornherein nochmal ein bisschen Gas zu geben, um hier im Spiel zu bleiben. 5 Tore beträgt wieder Rückstand und wir sehen auch Björn Zintel wieder auf der Platte. Ja, das ist gut durchgespielt. Guter Angriff. Stand gut. Daniel Wehrlich mit seinem ersten Tor. VfL sehen wir Schuld. Bort Polinski und Bort Hansen und Metzler bekommt Pause. Mit Toni Popolinski jetzt eher der spielerisch stärkere Spieler auf der Platte, Metzner eher der Shooter. Sicherlich auch eine Möglichkeit, hier die offensive Abwehr so ein bisschen zu knacken und in Bewegung zu bringen. Ja, das sollte der VfL jetzt unterlassen, hier den schönen Vorsprung schnell wegzuschenken. Ui! Der hat uns durch. Stegefeld, zweiter Treffer. Und schon sind es 2 Tore. Ja, das geht beim Handball schnell. Jetzt gilt es natürlich, die Ruhe zu bewahren. Was haben Sie bei Popolinski abgeführt? 2 Mal? Oder ja. Weil er den Ball erstmal nicht greifen konnte? Hätte ich jetzt so gesagt. Ja. Ja. Aber das Aussage können wir von hier nicht sehen. Nee, kann auch sein, dass er tatsächlich im Aus reingerollt ist. Das sehen wir von hier nicht. Aber die Startphase jetzt hier in der zweiten Halbzeit erinnert doch recht stark von vor 2 Wochen. Da sind wir ja auch nicht so gut aus der Kabine gekommen und gleich 2 Tore gefangen. Ah, ja. Schön. Kasper Brun, der Winkel war nicht besonders gut, aber den macht er. Erster Treffer von ihm. Und Kretschmer bekommt hier mal eine Pause. Ja, und Nummer 19, Marco Stegefeld, der hat jetzt richtig Lust gefunden am Tore werfen, legt mal gleich einen nach. Das geht relativ schnell gerade. Die Abwehr der Lübecker noch nicht wirklich wieder sortiert. Naja, das einfach so runterspielen und nach Hause zu bringen, so einfach ist die beste der Heimmannschaft heute nicht mehr. Ja, sehr gutes Anspiel hier. Ziemlich einfach abgefangen hier von Christian Rumpf. Ja. Aufgepasste Abwehr. Jetzt haben wir gerade mal 3 Minuten gespielt und die Führung, sie wird weiter schmilzen. Also sie könnte weiter schmilzen. Wenn der TV Hüttenberg hier nochmal trifft. Ja, vor allem 2 Minuten gespielt, schon 2 technische Fehler gemacht. Das ist nicht gut. Dass Brun auf Halbdeck und Popolinski auf Außen tatsächlich. Oh, Jasper haben wir schon oft, oder Jasper Brun haben wir schon oft die Saison auf Rückraum auf halb rechts decken sehen. Haben wir uns oben. Nicht zu wenig überraschend. Brun sind wir da mit dem versuchten Kreis ans Spiel auf Moritz Lamprecht. Aber vorher abgeführten Arm bleibt natürlich oben. Viele Pässe sind allerdings noch nicht rum. Wieder ein sauberer Einsatz von Bockholt. Oh ja. Wieder Stegefeld, das war jetzt der 3. in Folge von ihm. Na, was stimmt da jetzt gerade nicht in der Abwehr von Schwadow? Also ich würde andersrum sagen, Hüttenberg hat gut im Angriffsspiel reingefunden, spielen jetzt gerade ganz gut die Angriffe durch, Stegefeld, ja, 3-mal jetzt geworfen, 3 Tore gemacht, hat in der Kabine vielleicht ein bisschen Zielwasser getrunken, scheint jetzt ganz gut einen Rhythmus zu haben, und der Block ist wieder nicht wirklich da, Dennis Glockmann hat da nicht viel Hilfe vom Block und deswegen kann er sich mehr oder weniger die Decke aussuchen, was immer schwierig für den Torhüter dann ist. Jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf, Jan Schuld jetzt mit seiner ersten Fahrkarte, scheitert an Weber. Vielleicht jetzt auch frühzeitig mal eine Auszeit nehmen, weil sonst haben wir ganz schnell den 5-Tor-Vorsprung egalisiert.
die man sich mühselig aufgebaut hat, die ersten 30 Minuten. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell jetzt. Ja, geht wieder keiner raus. Beide diskutieren jetzt auch miteinander. Wir bleiben beide auf 7 Meter stehen. Keiner raus, keiner zum Block. Kann sich wieder die Ecke komplett aussuchen. Das ist Dennis Kloppmann dann auch mehr oder weniger machtlos. Ja. Viertes Tor ist von Stegefeld. So sollten wir nicht weiter in der Abwehr spielen, sonst geht das nach hinten los. Das ist ja schon nach hinten losgegangen. Also, ja. Wir haben mittlerweile ein 1:5 Lauf in der zweiten Halbzeit. Ja, und schön aufgepasst hier von Jasper. Ja. Auf einmal haben wir eine Torwartleistung von Hüttenberg. Ich wollte es gerade sagen, auf einmal haben die dann Tor da hinten drin stehen. Hat jetzt schon 4 Bälle gehalten, glaube ich. Auch völlig in Ordnung, hier keinen 7 Meter zu pfeifen. Ja. Das war ein ganz normaler Abwurf. Ja, beste Chance werden hier liegen gelassen, tatsächlich. Man reibt sich hier verwundert die Augen. Gerrit Klaasen hat schon die grüne Karte in den Händen, so wie du eben angesprochen hast. Das könnte schon gut sein, dass gleich die erste Halbzeit schon fallen wird. Ja, muss er ja machen. Also das ist ja, ja, das ist völlig schläfrig, wie die Jungs hier aus der Pause kommen. Sind die hier schön. Zeitstrafe gegen Jasper. Boah, das ist hart, aber geht in Ordnung. Können wir das mal sehen? Nee, können wir nicht. Das kommt jetzt auch noch oben drauf. Ja, hat er. Also, Titel war schon durch. Hat ihn am Trikot zurückgezogen. Kann man geben, meiner Meinung nach. Muss man nicht. Aber ist mit Sicherheit keine Überlegungsentscheidung. Genau. Nein, die zweite Halbzeit läuft hier überhaupt nicht für Blau-Schwarz. Ja, Ausgleich. Viel zu einfach. Wahnsinn. 6 Minuten, 50 Sekunden haben wir jetzt gespielt und 5 Tore sind wie aus dem Nix weg und es steht unentschieden. So schnell kann es gehen. Wir haben es angesprochen. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, man schaut so durch die Runde und einige Zuschauer reiben sich auch verwundert die Augen. 15-15. Ja, ein 1:6 Lauf tatsächlich. Die ersten oder die letzten kommen jetzt gerade noch vom Bierstand oder vom Brezelstand und ja, es steht unentschieden. Ja. Nach 6 Minuten in der zweiten Halbzeit. Das ist zu schnell, viel zu schnell. Ja, das, was in der ersten Halbzeit noch funktionierte, klappt jetzt auch nicht mehr. Jan Schuld jetzt klar in Bedrängnis. Bei der ersten Halbzeit hat er noch 7 Blitzer Tore gemacht. Auf den haben sich die natürlich auch ein bisschen eingeschossen jetzt. Ja, und der Nikolai Weber, der hält jetzt auch das eigene Ding. Ja, es war doch weiterhin ohne viel Bewegung, da bewegt sich keiner wirklich entscheidend ohne Ball, alle sehr statisch und das macht es für die Abwehr auch sehr einfach, die Jungs festzumachen. Gehen jetzt übrigens auch in Unterzahl, Malwitz bleibt im Tor. Und Hansen bleibt da liegen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Hand war, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Nö. Ich will auch in der Zeit, wo wir jetzt nichts sehen können. Das bleibt dabei, trotz seines Eintores kurz vor der Halbzeit, weiterhin mit viel Pech. Spielmacher der Schwartauer, vielleicht sehen wir da auch vielleicht nochmal Jan Schrader auf der Mitte. Wäre der Einzige, den ich mir da noch so vorstellen könnte. Ja, ja, Jonas Otzen haben wir auch schon einige Mal auf der Mitte gesehen, vielleicht könnte der noch. Diesmal klappt der Spielzug nicht, den haben sie jetzt durchschaut. Schuld und Glabisch. Noch keinen 7 Meter. So, 4 Pässe noch. Muss ich wieder festmachen. 2 Pässe noch über. Und noch einer. Na, so kannst du das nicht spielen. So gehen die Pässe dahin. Jawohl. Ja, dann mal so ein Ding. Das war jetzt ganz wichtig. Podkolinski mit seinem ersten Treffer. Puh, durchatmen. Zack. Der war jetzt ganz, ganz wichtig. Der drohende Zeitspiel, kein Pass mehr übrig. Einmal durchpusten. Jetzt auch in der Abwehr mal wieder ein bisschen die Griffigkeit finden. Wir sehen noch einen Torwartwechsel, Marino Malwitz.
hat er das Klopp mal abgelöst. Er hat in der ersten Minute der zweiten Halbzeit sich die Dinger gefangen, war da über die Chancen los. Wow, ja. Schön geworfen, ja. Schöner Hammer über den Kopf. Und Schalke von Malwitz, der kriegt den Arm nicht mehr hoch. Und ja, die Hüttenberger brauchen nicht viel Zeit für den Tore. Ja, hat er ein bisschen Glück auch in der Aktion hier, dass er das Foul bekommt. Hätte auch guten Konter werden können. Na, jetzt bräuchtest du einen Spielmacher da auf der Mitte, der das ein bisschen beruhigt, das Spiel, seine Nebenleute in Szene setzt. Die hat der Knack 100 von den Klasen werden, so welche. Aber die stehen heute nicht zur Verfügung. Dann versucht es mal eine Einzelaktion von einlaufen. Und jetzt wünsche ich mir auch mal so ein bisschen die Halle hier zurück. Das ist alles 1 gegen 1. Das macht Hüttenberg deutlich besser im Angriff. Ja, was für ein Tor von Jan Schuld. Endlich mal wieder sein Achter. Guckt euch den nochmal an. Der landet genau im Eck. Zack. Jetzt haben wir hier nicht erst seit kurzem ein offenes Spiel, weil der VfL sich jetzt bemüht, wieder ins Spiel reinzukämpfen. Ich hatte es eben auch schon gesagt, die Halle ist jetzt auch ein bisschen gefragt, die Jungs hier auch zu unterstützen, wenn das hier mit den zwei Punkten klappen soll. Ja, Zintel wird da schön aus der Luft gehoben, sah spektakulär aus, aber viel war da eigentlich nicht. Halb ist okay. Ja, da ist jetzt mal der Ballgewinn. Gut aufgepasst von Thies Glawisch. Schwartauer Bank steht da auch komplett. Wir sehen da auch mit Pulli und Schal um den Hals Martin Warschul, der Kapitän. Er fehlt natürlich auch schmerzlich. War, glaube ich, jetzt fast zwei Wochen mit Grippe flach. Ja, Mandel und so. Ja, nur im absoluten Notfall heute einzusetzen. Und jetzt, ja, hast du letztendlich recht behalten. Wir sehen jetzt Jonas Otzen auf der Mitte. Er kann das spielen und bin mal gespannt, wie er da jetzt agiert. Auch eine schöne Variante. Podkulinski versucht da anzuziehen und Brun rumzuholen. Aber er schiebt die rechte Seite, die linke Flügel gut zu. Schön gespielt. Podkulinski und Schuld. Das ist eine eingespielte Achse, das siehst du da eindeutig. Jetzt kommt da so ein bisschen was für ein spielerisches Element hier. Zack, auch in die Partie. Ich will den beiden jetzt nicht Unrecht tun, aber die beiden Oldies sozusagen auf der Platte. Die beiden richten es jetzt. Ich glaube, beide so um die 10 Jahre im Verein hier, das gibt es ganz, ganz selten nur noch. Podkulinski hört auf, Schuld mindestens für 2020 dabei. Ja, Pietro kriegt dann den Ball an den Fuß. Die Halle hat es gesehen, die Schiri ist auf. Dementsprechend. Ja. Ball ist nass, wird angezeigt. Jetzt die Chance, wieder ein bisschen Gas zu geben hier, wieder nach vorne zu gehen. Die kleine Schwächephase ist überstanden, sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht fassen. Ich habe nicht gesehen, ob der Ball am Fuß war. Aber scheint so gewesen zu sein. Ja, die Halle kommt. Wir merken, was hier die Stunde geschlagen hat. Fußspiel. Kann Pietro gar nichts dafür, aber der landet natürlich an seinen grünen Schuhen. Oh, ein bisschen durchlaufen. Freier Wurf war das nicht. Ja, so schnell geht's dann. Das bestrafen die Gäste hier richtig gut. Sechster Treffer jetzt von Stegefeld. Sein fünfter in der zweiten Halbzeit. Der entscheidende Mann jetzt hier gerade.
bleibt wie natürlich weiter offen nach jetzt 44 Minuten. Abwehr ist weiterhin sehr, sehr gut. Die Hütten da ja zwei Netze stellen. Und das Opfer versucht es nochmal. Auch ein gutes 1 gegen 1, der kann nicht nur abspielen, aber auch er bisher ohne Treffer. Heute schon schnell spielen, vielleicht ein bisschen zu schnell. War eigentlich frei. Ja. Ball ist wieder nass. Ja, das kann man sich vorstellen, wenn wir hier oben in der Kabine schon schwitzen, wie es dort auf dem Spielfeld sein muss. Hugo führt übrigens deutlich in Essen. 31 zu 24 kurz vor Schluss. Das wird nicht mehr nur gehen. Nordhorn Lingen führt in Elbprovinz. Der FIFA muss weiter statt 24 gehen. Die Vikings führen mit einem Fendorf. Haben sie nicht aufgegeben. Also, sie natürlich so viel abgeschnitten, das ist klar. Aber die Falken noch weiter. Rimpa führt in Dessau. Balen mit 2 gegen Möckelstedt. Dormagen führt beim Abstiegskracher in Hagen mit 3 Treffern. Allerdings sind da auch erst 36 Minuten gespielt. Ja, erneute Chance auf den Ausgleich. Der VfL hatte die Möglichkeit, auf 3 wieder wegzuziehen. Aber technische Fehler und schnelle Gegenstöße der Gäste ermöglichen jetzt die erneute Möglichkeit für den Ausgleich. Ah, jetzt wird mal gut gearbeitet. Ich hätte gedacht, Stegefeld, den nimmt er sich wieder. Das hat er gesagt. Noch nichts liegen lassen in der zweiten Halbzeit, aber spielt noch Map auf Zinkel, der wird allerdings festgemacht. Oh, Malwitz Glück. Er hatte so viel Drei, der prallt nach vorne wieder ab. Aber so viel Harz am Ball, dass er liegen bleibt. Auszeit? Ja, oh. Auszeit, Gerd Klaasen. Jetzt hier 18-17 steht. So sieht's aus. So einfach kann an der Stelle dann Handball sein. Ja, Markus Hansen kommt jetzt wieder zurück. Eine kleine Denkpause bekommen. Aber auch dessen geschuldet, dass Jan Schult natürlich Pausen braucht. Er denkt den Mittelblock und spielt natürlich vorne durch. Auf der Mitte und Hansen auf der Schuldposition. Weiter geht's. Lange und weite Kreuzbewegung. War es schwer durchzukommen. Ottmar Johansson gegen Watson. Bleibt hier auf jeden Fall ein zähes Ringen. Aber auch bei Doken. Jetzt
letzten Jahres auch. Jetzt drin für Podbolinski, der kann vielleicht nochmal aus 10 Metern da reinschreiben. Ja, das 1 gegen 1 von Hansen bleibt heute wirkungslos leider. Kann nicht sein, dass er nicht alles versucht. Der Ball hat tatsächlich mal den Weg ins Tor gefunden, allerdings vorher die Schritte abgepfiffen. Und wieder ein sauberer Einsatz von Bockhold. Bockhold. Ja, alles. Kleine Wiederholung, finde ich, der ersten Halbzeit. Wirkt wieder gerade alles etwas träge hier. Bezieht sich auch so ein bisschen auf die Zuschauer. Wir sehen hier keine Gegenstöße, keine spektakulären Paraden, sondern alles mit sehr, sehr viel Zeitspiel, Wischunterbrechung. Stark gearbeitet da im Block. Letzten hat sich da schön gedreht eigentlich. Drei Pässe. Oh. Zwei Pässe. Ja, muss ich jetzt eigentlich werfen. Ja. Schießt sich der Fall ab. Haben es auch angezeigt, wie viele Pässe. Rückwärtsbewegung war auch nicht gut. Da hat Hüttenberg nicht gut geschaltet. Wenn die den Ball da schnell nach vorne werfen, ist da außen da frei. Alles ziemlich unkonzentriert, was Lübeck Schwartau da gerade macht. Den Einwurf da fast weggeworfen und somit auch ein Pass weniger gehabt. Wer macht hier das nächste Tor? Chance auf den erneuten Ausgleich. Für Hüttenberg. Stiege fällt wieder weit rum. Arm ist übrigens oben. Nein! Rutsch durch. Zwischen die Hosenträger. Ich habe gesehen, wer es jetzt war. Johansson. Fünfter Treffer an die Vierter von ihm. Ja. Die Torhüter vom VfL, erst mal eine Halbzeit bekommen sie nicht zu packen. Rutscht viel durch. Auch ein Faktor. Dann glaubt man in der ersten Halbzeit noch den einen oder anderen fischen konnte. Das ist die Schwartau kriegt dann jetzt zwei noch kein Thema. Und wieder den Block. Ja, jetzt haben wir die erste Führung für Hüttenberg. Und die ist nicht mal unverdient. Wahnsinn. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ich glaube, die Jungs können das oben selber nicht fassen. Aber gebe ich dir recht, ist völlig verdient. Also Schwartau spielt nicht gut, weder in der Abwehr noch im Angriff. Und Hüttenberg macht seine Sache gut, ist wach aus der Kabine gekommen, in die zweite Halbzeit gestartet und ja, führen jetzt verdient. Ja, wie gesagt, die erste Führung ist nicht vor dem Ende. Da ist er auch hinten dran. Da gab es vorhin für Jasper Blum eine Zeitstrafe für. Da ist nochmal eine andere Situation. Ja, okay. Man merkt, dass er das Duell verliert, lässt los. Von daher würde ich hier das auch in Ordnung sehen. Jetzt geht's auch nicht. Okay, die hätte ich jetzt tatsächlich nicht gegeben, aber so unterschiedlich können da die Meinungen sein. Johansson ist es seine zweite übrigens. Schauen wir mal. Ja, stoßen muss nicht sein, ist aber auch nicht überhart gewesen jetzt, von daher vielleicht in der Summe jetzt die Zeitstrafe, wie so oft, aber war sicherlich nicht zwingend. Ja, Überzahl, das muss jetzt genutzt werden, dringend, um im Angriff mal wieder ein bisschen auf Tour zu kommen, sind nämlich nur noch 10 Minuten. Oh, Doppelpfosten. Ja, ja, aber war er dran, Weber wieder. Genau, die Kiste jetzt in der zweiten Halbzeit ja, nahezu zu. Ja, wenn der reingeht, sagt auch keiner was, aber der Überzahl, sich da den Wurf da aus, keine Ahnung, 4 Metern zu nehmen. 12 Metern? Ja. Kann man auch anders ausspielen, aber das sagt sich natürlich immer so leicht. Ja. Noch ist hier lange zu spielen, 9 Minuten, 9,5 Minuten auf der Uhr. Die Tendenz geht eindeutig nicht in Rückenberg, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt. Oh, Zinte. Hammer aus dem Unterarm.
Maltes guckt da nur hinterher, die Abwehr geht nicht auf. Ja, jetzt ein Zweitore. Der Klaas sollte vielleicht nochmal seine zweite Auszeit zücken. Ja, könnte man. Also ist das Spiel zumindest drüber nachdenken. Also Sparta immer noch irgendwie mit dem Kopf in der Kabine stecken geblieben. Ja. Sind irgendwie nur physisch anwesend. Aber spielen ja schon wieder Ballverlust, technischer Fehler von Otzen war das. Ja, spielen im Angriff einfach echt nicht gut. Ist keine Bewegung, keiner läuft ohne Ball, viele technische Fehler, viele verworfene Bälle und in der Abwehr. Ja, tritt auch keiner raus auf den Angriffsspieler. Hüttenberg hat zum Teil sehr leichte Tore, die sie erzielen. Und in der Summe spiegelt sich das wieder, dass Hüttenberg jetzt mit 2 Toren führt. Ich denke, da stimmst du mir mehr oder weniger zu. Ja, vor allem, wir haben 4 Tore vom VfL in der zweiten Halbzeit. Das ist schwierig. Torwart leer. Tja. Jetzt fehlt mir so ein bisschen der Glaube, wenn man sieht, was die hier liegen lassen, dass das Spiel auch irgendwie gedreht werden kann. Glaube ich in der zweiten Halbzeit auch mit 3-4 Fehlwürfen jetzt. Mit der Position fehlt natürlich die Alternative mit Sebastian Damm. Ich weiß nicht. Wie würdest du dann die zweite Halbzeit beschreiben? Ja, keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht zu ins Negative ziehen, aber wie gesagt, du wirst 4 Tore. Das ist schon, ja. schon schlecht. Also ja, viel Positives kannst du hier nicht rausziehen im Moment. Nee. Zweite Halbzeit steht 11-4. Überzahl geht in Hüttenberg mit 1-0 eben gerade. Ja. Gut, die Jungs können Moral beweisen, das haben sie gezeigt, aber das müssen sie jetzt dann auch unter Beweis stellen. Alle zusammen. Der Klaasen kann eigentlich nicht mehr länger warten mit seiner nächsten Auszeit. Ja. Torhüter kriegen nichts zu fassen, gar nichts. Stegefels. Ja, aber wie gesagt, Abwehr hilft auch nicht viel. Also der wirft jetzt gerade einen Schlagwurf von 7-8 Metern völlig frei. Der Junge ist fast 2 Meter groß. Ja. Das ist für Malwitz ist da nicht viel zu holen. Ja, das stimmt. Man spricht ja immer vom Zusammenspieltorwart und Abwehr. Genau. Ja, 7 Minuten sind es noch. Auf einmal führt der Gast hier mit 3 Toren. Wir wissen nicht, was hier tatsächlich in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ja, und Dennis Knoppmann ist auch wieder zurück im Tor. Der hat einen Torwartwechsel. Schlechteste zweite Halbzeit seit langem. Also im Dormagen war schon nicht Gölle. Muss man auch leider sagen. Der Dormagen war mehr oder weniger ein Spiel zum Abhaken. Das war. Die zweite Halbzeit schließt sich da nahtlos an. Also wie gesagt, wenn du in 23 Minuten nur 4 Tore wirst. Denn klar muss man zum einen natürlich auch die Gäste loben, die mit einer Bombenmoral aus der Halbzeit gekommen sind. Ja. Aber überragend spielen müssen sie dafür auch nicht. Nee, das stimmt. Also überragend spielen die hier auf jeden Fall nicht. Die spielen aber auf jeden Fall deutlich besser als in der ersten Halbzeit, sind wach aus der Kabine gekommen und beweisen einfach, dass man auch über den Kampf gewinnen kann. Ja. Hier in Lübeck gewinnen nicht viele Mannschaften. Aber hey. Es sieht stark danach aus, dass Hüttenberg das endlich jetzt schaffen sollte. Entschuld. Na, ich glaube, das Ding ist langsam weg. Ja, das ist immer. Ja. Die Jungs lassen auch ein bisschen den Kopf hängen. Ich meine, siehst du auch wahrscheinlich. Ja. Es ist irgendwie so, als ob die Luft drauf wäre. Ja. Wir sind ja immer noch 6 Minuten zu spielen. Das stimmt, aber du hast es gerade treffend formuliert. Es gibt nicht viel, was anders gibt zur Hoffnung. Und Hüttenberg macht auch keine Fehler zurzeit. Wir spielen das hier ganz souverän runter. Ich meine, die werfen ja auch nicht viele Tore. Ja. Das Manko liegt eindeutig im Angriff. Das waren Schritte. Schritte mit Foul. Ja, natürlich, klar. Außer Kutagic. Dennis Kloppmann geht seine Leute nochmal, aber ich sehe das genauso wie du, die Köpfe sind da unten. Die Jungs gucken sich ratlos an. Ja, Zuschauer sind auch mehr oder weniger fassungslos. Also 5 Tore musst du erstmal außer Hand geben. Ne? Das ist schon ein harter Tobak. 5, das sind ja 8 mittlerweile. Ja. Du hast ja angesprochen, 4 Tore geworfen haben wir. Hüttenberg hat wie viele? 14? 9 hatten wir zu Pause, ja. 9 hatten wir zu Pause, 12. Ja. 12-4. Ja. 4-12, besser gesagt. Für mich wirkt das gerade so ein bisschen so,
Man hätte sich die ganze Woche auf diese offensive Abwehr eingestellt und in der ersten Halbzeit hat sie auch gut funktioniert. Ja. Aber in der zweiten Halbzeit hat man irgendwie keine Konzepte mehr. Ja, wie gesagt, keiner, der das Spiel da ein bisschen keine leckt. Bewegung, keine Ideen, keine Zweikämpfe, die gewonnen werden. Das sind mehr oder weniger alles Einzelaktionen, die mal zum Erfolg führen, aber überwiegend nicht, weil Weber jetzt auch besser am Tor steht und die Dinger einfach hält. Ja. Das, was in der ersten Halbzeit reingegangen ist, alles, geht jetzt eben nicht mehr ganz einfach rein und das sieht man immer wieder. Rüttenberger hat viel Zeit jetzt. Wer will sie ihm verdenken? Blockmann. Ach, Blockmann will da fast mit nach vorne. Wenn was gehen soll, dann jetzt. Da muss der rein. Oh, da hat es den Spieler von Rüttenberg erwischt. Ja, ist ja scheinbar umgeknickt. Sind wir vielleicht in der Wiederholung. Metzler landet da auf seinem Bein. Metzler landet auf seinem Bein. Drückt natürlich die Daumen. Das ist, glaube ich, Johansson, oder? Nee. 14 ist es, glaube ich. Nee, ist noch vor uns. Ja, ist bis nach vorne. Ja, das ist, der Metzler wiegt auch seine 110 Kilo. Voll mit der Hüfte auf dem Fußgelenk gelandet. Schmerzhaft. Ja, stimmt zum Glück wieder, aber der Schreck wohl erst größer. Ja, der kommt gleich zurück. Ja, shake hands, sagt, kannst du nicht verfügen, alles gut. So wollen wir das sehen. Ja, hoffen wir, dass da nichts Gröberes passiert ist. Aber sieht soweit ganz gut aus, er nimmt zwar erstmal auf der Bank Platz, aber konnte auch einigermaßen ungestützt davon vom Parkett gehen. Ja, wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr, 3 Tore, das ist grundsätzlich machbar. Aber dann muss der VfL jetzt genauso viele Tore erzielen, wie er es in 25 Minuten gemacht hat. Vorher. So, wie sagst du das schon? Fast mit einem ironischen Unterton. Ja, nein, das ist gar nicht böse, aber wie gesagt, es muss jetzt was passieren. Na? Ja, die Kreisläufer kommen da auch nicht durch, nur noch keine 7 Meter da raus. Das sag ich gerade. Offside, Zeit wird angehalten. Ja, Thies Glabisch. Ich hoffe, der hat genug Selbstbewusstsein trotzdem. 3-4 Dinger von außen hat er in der zweiten Halbzeit vergeben. Er streitet jetzt einen 7-Meter-Strich. Den ersten 7-Meter hat er ja in der ersten Halbzeit gemacht. Das stimmt. Ist ja auch generell ein guter 7-Meter-Schütze. Ja. Drücken wir die Daumen aus unserer Sicht. Ja. Das passt ins Bild. Das passt ins Bild. Pechschwarze zweite Halbzeit auch für ihn, muss man leider sagen. Ja, in der zweiten Halbzeit hat eigentlich keiner mehr geglänzt. Nee. Außer der Fußball. Ja, bei den Gästen muss man Stiegefeld hervorheben. Der hat den Anschluss in das Spiel alleine hergestellt. Björn Zintel, auch immer wenn es eng wurde, wichtige Tore geschossen. Na, Lübeck jetzt nochmal Glück. Pietro bekommt er den Ball von Flockmann abgewehrt. Nochmal gewischt. Ja. Ja, im Fazit ist noch zu früh, aber ja, was fängt man mit so einer zweiten Halbzeit an? Ja, haben wir ja schon einige Male jetzt besprochen. Ja, ich glaube, wir haben schon alles erzählt, woran es gelegen hat. Schulter unzufrieden, sieht den Pfiff dagegen sich nicht zwingend, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen Frust, der da natürlich aufkommt. Er hat seine neuen Buben gemacht.
immer. Aber Kreisdorfer fängt den Ball nicht. Das wird am Ende auch nicht mehr entscheidend sein. Schon gar nicht mehr mitziehen, aber ich glaube, das ist jetzt Fehlwurf Nummer 5 von Gladisch in der zweiten Halbzeit. Holt sie hier hinten die Bälle. Da sehen wir es nochmal. Sind die macht da die Lücke zu, aber oh. Man muss ja dann Nikolai Weber auch loben, der da sein Tor verniegelt und vernagelt. Ja, da hast du recht. Da haben wir uns beide geirrt, als wir sagten, die Torhüter von Nürnberg sind überhaupt kein Faktor. Ja, in der ersten Halbzeit waren sie auch kein Faktor. Ja. Aber da sieht man ja auch, man kann in der zweiten Halbzeit eben zurückkommen und dann ist man ein Faktor. Ja. Und Weber war ein sehr großer Faktor, weil der hat einige Bälle hier entschärft. So, zwei Tore, Rückstand jetzt noch. Ja, erstes Tor von Köhler, ich würde sagen, es kommt fast ein bisschen spät. Jo, noch ist es machbar. Ja, Punkt zumindest. Ja, die Tormusik ein bisschen ironisch eingespielt jetzt. Aber das heißt, Gladbach geht jetzt auch ein bisschen weiter vorne. Na, Ballgewinne. Ballbesitz muss natürlich jetzt her. Und natürlich kein Gegentreffer. Oh, Gladbach. Ja. Ja, so ein Fehler darf natürlich nicht passieren. Das ist äußerst unmöglich. Ja. Schauen wir, ist ja auch keiner. Frage sind die Ball nicht. Ja, das sieht nicht gut aus. Der muss natürlich rein und dann bist du mit einem Tor hinten, eineinhalb Minuten noch zu spielen, dann ist immer noch alles drin. Ja. Aber so ist es jetzt verdammt schwer. Du bist ja schon noch ein bisschen fassungslos. Ja. Na, Zittel macht das richtig. Ich habe Zeit von der Ruhe. Der Target hat die Karte schon in der Hand. Hat noch seine dritte. Klaasen hat seine zweite nicht genommen, oder? Noch nicht. Nein. Er hat noch. Dritte Auswahl hat er noch. Ja, abgestartet. Eine Minute ist noch. So, aber jetzt schnelles Tor. Metzner feuert. Das ist nicht ein Siebmeter. Ja, ich glaube, der Linienschiedsrichter wollte den Siebmeter pfeifen. Hat den aber noch zurückgezogen. Tja, aber muss man doch nicht zwingend pfeifen, würde ich sagen. Begleitet ihn da relativ früh schon. Das siehst du ja hier. Hier nimmt er ihn an schon. Von daher 50-50, ja. Freiwurf finde ich hier voll okay. Metzner muss im Prinzip jetzt werfen oder Otzen. Das lange Spiel dürfen sie nicht mehr, dann muss es geworfen werden. Ja, da hast du recht. Und dann im Portal gibt es eine Auszeit und dann. Oh. Was haben die Jungs jetzt vor euch? Die müssen werfen. Metzner. Ja. Auch das passt ins Bild. Oder haben wir Block noch dran? Nee, eher nicht. Ein Foul hast du nicht gesehen, oder? Nee. Jetzt sind Kutagic tatsächlich noch die Auszeit. So, und die ersten Zuschauer gehen nach Hause, sicherlich enttäuscht. Wir sind auch ein bisschen, wenn ich vom Einteil sprechen darf, weil jo. Du hast hier, wie gesagt, 5 Tore in der zweiten Halbzeit und dann gewinnst du in der zweiten Minute ja kein Spiel. Württemberg wirft ja 21 und wird hier 2 Punkte mitnehmen. Das ist schon krass. Ja, wenn du die erste Halbzeit gesehen hast, hättest du eine Menge Geld setzen können auf den VfL. Ja. Und dann hättest du jetzt eine Menge Geld verloren. Ja. Weil das, was der VfL bei Klauber hier in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war alles andere als gut. Württemberg deutlich bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, wenn auch nicht überragend. Da sind wir uns beide einig. Werden aber hier verdient mit 2 Punkten nach Hause fahren. Ja.
Da bin ich komplett deiner Meinung. Kann man die Gäste nur beglückwünschen. Genau. Weil jetzt wird auch der Punkt möglich sein. Richtig. Das würde jetzt runterlaufen. Ja, was war das denn? Ja, so still war es so lange nicht mehr. Ne? Nochmal die Chance auf Ergebniskosmetik. Tja. Jo. Ja, wenn du dir überlegst, dass du den Thyssen Lübecke und Nordhorn hier schlägst und grandios spielst und die letzten zwei Spiele in Dormagen und hier jetzt gegen Hüttenberg verlierst, dann ist das irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ja, auch hier möchte ich jetzt auch nochmal ansprechen, die Schiedsrichter völlig gute Leistung geliefert. Also, ich glaube, da keine großen Fehlentscheidungen oder ähnliches solide Leistung gebracht. Ja. Das lag kein mit sich und allein am VfL Schwartau, dass sie das Spiel heute hier aus der Hand gegeben haben. Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Möchtest du noch was sagen abschließend? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal sorry dafür, wenn es in der ersten Halbzeit ein bisschen hakelig war. Wie gesagt, unsere Leitung stand soweit und alle, die noch reingeschaltet haben. Und die es mit dem TV Hüttenberg heute gehalten haben, verdiente zwei Punkte für euch. Die Mannschaft hoffentlich kommt